Lord des Fremdlands. Später an diesem Tag mobilisiert Illidan seine Streitkräfte von Magtiridons schwarzer Zitadelle für den letzten Angriff. Unsere Feinde rücken näher, Lord Magtiridon. Das sind lästige Insekten, mehr nicht. Magtiridons Macht widersetzt sich niemand. Ich bin der Lord von Fremdland. Wer an meiner Herrschaft zweifelt, wird es bereuen. Magtiridon wurde im Lauf der Jahre stark, aber er musste auch kaum gegen ernsthafte Gegner kämpfen. Er ist dekadent und überheblich geworden. Der Prahlhans hat unserer List und Willenskraft nichts entgegenzusetzen. Dies wird ein ruhmreicher Kampfmeister. Magtiridons Truppe ist unserer zwar zahlenmäßig weit überlegen, doch unsere Krieger sind bereit, bis zum bitteren Ende zu kämpfen. Der Eifer eures Volkes gefällt mir, Kael. Seine Seelen und Kräfte wurden in dieser lebensfeindlichen Wildnis gestählt. Allein dieser Mut könnte ausreichen. Lord Illidan, Neuankömmlinge kommen euch begrüßen. Wir Draenei kämpfen seit Generationen gegen die Orks und ihre Dämonenmeister. Nun werden wir diesem Fluch endgültig ein Ende machen. Wir stehen euch zur Verfügung, Lord Illidan. Euer Volk soll wie versprochen seine Rache haben, Akama. Wenn die Nacht zu Ende ist, werden sie trunken davon sein. Barsch, Kael, gebt den letzten Befehl zum Angriff. Die Stunde der Rache ist gekommen. Jetzt bleibt natürlich aber auch noch, ein paar Sachen offen. Und zwar habe ich nämlich die Frage, ist das hier der schwarze Tempel oder die Höllenfeuer-Zitadelle? Naja, muss ich ja nochmal gucken für das Epilog-Video, weil wir zeigen das natürlich alles nochmal in WoW, wie es halt immer so ist. Ist ja auch so klein, meine kleine Note im Let's Play. So, den machen wir jetzt wieder. Ach, ich liebe die Trainer. Die sind wirklich stark eigentlich. Sind was wie Assassinen. Meine Kraft gehört euch zusammenwandern. Und Illidan ist natürlich jetzt mächtig. Sehr mächtig. Weil er so viele, also wirklich, er hat ja so viele um sich geschart. Die Draenei, die Naga, die Blutelfen, sich selbst. Ein paar tausend Helden. Wirklich vier Helden haben wir. Und tatsächlich gibt es nämlich etwas, was man bei Warcraft gar nicht wusste. Und zwar ist die gute, wie heißt sie nochmal, die gute, die gute Maiev ist nicht tot. Alle dachten, sie wäre tot, aber man weiß dann in WoW, dass sie nicht tot ist. Die gute Maiev wurde nur von Illidan gefangen genommen. Und es wäre doch richtig, eigentlich wäre es richtig lustig, wenn die eine Beziehung zueinander hätten, finde ich. Also, ich weiß auch nicht. Es wäre doch richtig, eigentlich ironisch. Weil die beiden sich so gegenseitig so krass hassen. Und da werde ich noch im Epilog drüber sprechen. Was natürlich ziemlich lustig wäre. Das zeige ich euch noch dann im Epilog, was ich da meine mit. Und aber jetzt sind wir ja noch erstmal bei Warcraft drin. Ist gerade ziemlich laut, was? Ach, das ist nur meine Box, okay. Ich habe die jetzt ein bisschen runtergedreht. Und wie man sieht, sind die Naga durch die Abflussrohre gekommen und wir greifen die sozusagen von oben an, also vom Haupteingang. Draenei Elite Auftragsmörder. Der ist aber präzise.
Okeo, halt um diese Türme und alles hier umzulocken, müssen wir halt diese Generatoren immer ausschalten, wie man ja schon im Video klein gesehen hat. Ist das alles? Ja, mein Freund. Wo klemmt's denn? Ihr wagt es, mich anzusprechen. Was man aber noch gar nicht weiß, ist nämlich, dass es noch andere Draenei hier gibt, tatsächlich. Es gibt, hier tatsächlich noch andere Draenei, die, in der Festung der Stürme sind und dann, die einfach da sind und sich verstecken. Diese Draenei sind auch nicht durch Dämonenmagie so hässlich geworden oder verderbt. Ja. Mein Volk muss gerecht werden. Ich werde ungeduldig. Ach ja, Batscha. Den töten wir jetzt. Sind Dämonen in der Nähe? Wo klemmt's denn? Natürlich, der Priester greift an. Das ist der Erste. Frischfleisch. Ich werde ungeduldig. Oh, das ist eine gute Idee, war? Wie kann ich euch ja, war's. Ich tue, was ich kann. Supi, hat ja viel gebracht, beziehungsweise von dem Feind her. Hier gibt es ein paar Sachen. Ach, der ist auf Int. Wir haben hier gar keinen Kraft. Wer hat denn am wenigsten Leben? 1500, 775? Okay, dann kriegt Akama das. Die beiden Bücher hier. Einmal eine Steinmarke und Würz, anderes Bein. Vielleicht brach der übereifrige Abenteurer dies vor seiner Reise hierher ab und dachte, es könnte ihm eine letzte Gelegenheit zu sinnlosen Gemetzeln geben. Wie hätte er ahnen können, wohin ihn das führen würde? Haha, das ist ein kleines Easter Egg an Diablo 2. Dort gab es irgendwie Würzbein. Ich habe Diablo leider 2 nie gespielt, auch wenn mich jetzt manche Leute wahrscheinlich Kiel holen werden. Habe ich nie gespielt und das ist, soll ein kleines Easter Egg daran sein. Ich habe Diablo 3 leider auch nie durchgespielt. Ich wollte das eigentlich mit meinem Kumpel hier René spielen, aber der hatte dann keinen Bock mehr. Und dann habe ich es auch nicht weitergespielt. Ist das alles? Immer langsam mit den jungen Pferden. Wie kann dieser Großpapa helfen? Mein Volk muss gerecht werden. So, jetzt nehmen wir natürlich wieder Gold mit. Hat sich gerade voll schuld angehört. So, jetzt spiele ich ein bisschen mit Lady Varsh und ihren Lagern. Schenkt euch den Zweifel, zeigt mich. Der kriegt noch ein bisschen Leben dazu. Und domit geht der zu fröhlich durch die Welt. Was ich dazu noch sagen wollte, ist, woher kommt eigentlich dieses... Naja, ich will jetzt nicht sagen... Doch, ich weiß nicht. Man sagt ja, die meisten wirklich, die mit Leuten in WoW-Gilden und so, und das ist überhaupt, ich glaube, ein großes Problem mit Kiddies. Das Problem ist nämlich, dass ich finde, die meisten zu voreilig dagegen vorgehen, sagen wir jetzt mal. Es ist tatsächlich so, dass es wirklich, wirklich ein Problem ist für die, für die Erwachsenen, sagen wir jetzt mal, für Jugendlichen und für selbst die Kiddies selbst. Also ich sag jetzt nicht, ich sag dieses Kiddies ist auch so ein blödes, ich weiß nicht, ein blödes Wort. Ich mag das Wort ehrlich auch gesagt nicht, weil ich habe ja auch, muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe früh angefangen zu zocken. Ja, ich habe auch mit, als richtiges Kind mit WoW angefangen. Es ist so. Da fand ich es richtig schlimm, als sie gesagt hat, dass ich, also meistens habe ich gar nicht gesagt, dass ich irgendwie, erst jung bin, sagen wir jetzt mal, sondern ich habe wirklich gesagt, ich bin etwas älter, weil es ist nämlich schwer als Kind, sagen wir jetzt mal, als junger Jugendlicher, irgendwas zu finden, wenn man sagt, dass man jugendlich ist. Das ist, kann man sich vielleicht gar nicht vorstellen, ist aber recht schwer. Heutzutage sind die, ich weiß auch nicht, ist eine andere Generation und sie sind auch recht frech geworden, sag ich jetzt mal. Ich habe es mich nie getraut. Als Kind wirklich habe ich mich nie getraut, irgendwie irgendwas zu verlangen von den anderen. Ich weiß nicht, auch heutzutage ist es wirklich recht schlimm geworden. Muss ich auch ganz ehrlich sagen.
Vielleicht war es auch früher so. Ich war nie wirklich so einer, der das wirklich gesagt hat. Vielleicht ist es auch so ein, kein wirkliches Vorurteil, sondern wirklich fester Bestandteil, dass Kiddies oder Kinder besonders schlimm in solchen Spielen sind. Oder nicht besonders schlimm, sondern sich schlecht benehmen. Ich weiß es nicht. Ich habe wirklich mit... Ja, wo WoW rauskam, das war 2004, hat mein Vater angefangen, WoW zu spielen. Und seitdem habe ich auch mit auf mein Vaters Account so ein bisschen... Ja, also wirklich nicht ernsthaft gespielt, da habe ich wirklich erst lächerlich gespielt, sagen wir jetzt mal. Habe ich ein paar, eine Stunde vielleicht... manchmal in der Woche gespielt und hab dabei war auch nicht wirklich gut. Und wirklich angefangen habe ich dann mit 11 mit Ward of the Lich King. Oder beziehungsweise mit 12, 11 habe ich mit Ward of the Lich King angefangen. Ich weiß nicht genau, wann es rauskam. Da habe ich mit einem Kumpel wirklich angefangen, Ward of the Lich King zu spielen und auch wirklich gut zu spielen. Und das Witzige war, wir wurden nie in... wirklich, es war dann... Ulduar und ICC, daran kann ich mich noch so gut erinnern. Weil, das Witzige war, wir wurden immer aus Gilden rausgeschmissen und zwar nicht, weil wir irgendwie uns schlecht benommen hätten oder irgendwie was Blödes getan hatten, sondern einfach nur, weil wir zu jung waren. Ich weiß nicht, daran kann ich mich noch richtig gut dran erinnern. Wir waren eigentlich gute WoW-Spieler. Wir haben wirklich das Spiel gut gespielt und wir waren auch richtig gut in dem Spiel. Muss man sagen, wir waren gut in dem Spiel. Aber wir wurden immer rausgeschmissen, weil wir zu jung waren anscheinend für die Gilden. Und dann schmuggelte man sich halt, tat man natürlich im TS und so weiter so, als dass man älter wäre und überhaupt, dass man, älter wäre. Ja, wirklich, das war leider wirklich so. Und weil wir waren, ich weiß nicht, vielleicht waren wir auch ein bisschen reifer als die meisten heutigen WoW-Spieler oder beziehungsweise heutigen Kiddies. Aber man musste sich tatsächlich so älter stellen und so weiter, wie es geht. Dann haben wir tatsächlich auch mit ICC, kann ich mich noch richtig gut dran erinnern, ich und Batu haben uns dann wirklich eine Gruppe erstellt. Also wir waren auch schon in anderen Raids dabei und wir sind meistens gefailed. Also wirklich die anderen, wir waren natürlich auch ein bisschen dran schuld, aber wir waren wirklich... ICC waren natürlich auch eine harte Indie damals und wir sind nicht weit gekommen. Und dann haben wir uns mal eine Gruppe erstellt, also eine Raid-Gruppe für die Leute, die überhaupt noch keine Ideen für ICC hatten, noch niemals in ICC drin waren. Und mit dieser Gruppe ging es richtig, richtig gut. Wirklich. Diese Gruppe war wirklich sehr, sehr gut. Man muss auch zu sagen, mit dieser Gruppe ging es fast besser als mit meistens den Raid-Stammgruppen. Und ich weiß nicht, mit diesen ging es richtig, richtig gut. Ich weiß nicht, woran es liegt, dass die meisten Kiddies heute auch noch so fast sind. Und naja, vielleicht auch, weil die meisten heute total beleidigend sind und sagen, ich bin hier der Babo und so weiter. Das ist auch so... kommt mir heute so vor. Vielleicht war es damals auch so, bloß ich habe es nicht so mitbekommen, weil ich nie so war. Da war es auch... Vielleicht war es anders, vielleicht war es genauso. Ich weiß es nicht. Ja, ihr sollt mal angreifen und nicht irgendwie blöd rumstehen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, mit dieser ICC-Gruppe war man dann auch schon öfters unterwegs und die war eigentlich richtig, richtig gut. Meistens besser als die mit der man eingespielt war. Und ich weiß nicht, dann habe ich tatsächlich den Lichtkönig sogar noch in ICC gelegt mit einer Gruppe. Also wirklich, und ich war erst 11 und 12 Jahre alt. Ich meine damit, dass es echt schwer ist für manche kleineren Leute, die auch wirklich weise sind, die wirklich auch Ahnung vom Spiel haben, Gruppen zu finden. Und ich weiß nicht, ich hatte nie wirklich Vorurteile gegen Kiddies, also... Kiddies ist so ein schlechtes Wort, ich will das nicht mehr benutzen, sondern gegen kleinere Jugendliche oder beziehungsweise überhaupt Kinder. Und ich weiß nicht, ich finde, das ist wirklich schlimm, dass das so ein Vorurteil ist, ehrlich gesagt. Man kann auch als, sagen wir jetzt, Kinder kann man auch gut in einem Spiel sein. Bloß die meisten Erwachsenen sind da, also oder Jugendliche sind dann so, Ich bin natürlich viel, viel weiter mit dem Leben und so. Ich muss besser sein als die. Ich weiß nicht. Das ist auch ein bisschen schlimm, finde ich.
Natürlich gibt es die beiden Seiten, wirklich die, die wirklich frech sind und wirklich hart. In der nahen Bastion befinden sich viele dämonische Belagerungswaffen der Orks. Wir müssen die Verteidiger der Feste zerschmettern und die Waffen für uns erobern. Großpapa, helfen, wie kann ich euch helfen? Natürlich gibt es auch die Spastis, die natürlich genau das sind, was die Erwachsenen wollen, oder beziehungsweise die Jugendlichen. Genau das, was, naja, was wie die bestätigen sozusagen. Genau das, was die Erwachsenen wollen. Und das finde ich, da wird schlimm. Die Belagerungsmaschinen der Orks sind unser. Nun setzen wir Magteridons eigene Waffen gegen ihn ein. Ich finde, da wird es schlimm, wenn man die auch noch die genau das belegt, was sie die ganze Zeit glauben. Ich gehe, mach hier nochmal kurz einen Cut und gehe mal ganz kurz off, weil ich muss ganz kurz was machen. Und danach sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich.